Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, vielen Dank für das Wort. Die Stellungnahme beschäftigt sich mit der Umsetzung der Vergaberichtlinien aus dem Jahr 2014. Ich glaube, wir sind uns darüber einig, dass der europäische Binnenmarkt eine der ganz wesentlichen Errungenschaften der Europäischen Union ist. Und davon profitieren natürlich alle EU-Bürgerinnen und Bürger und vor allem unsere Unternehmen und ganz besonders auch die KMUs. Das Wachstum und der Wohlstand der Bürger hängt im Wesentlichen auch von einem funktionierenden Binnenmarkt ab. Das öffentliche Auftragswesen ist von ganz entscheidender Bedeutung auch für einen funktionierenden Markt. Die Stellungnahme, die dient dem Ziel im Sinne von Better Regulation, die Umsetzung der Richtlinien über die öffentliche Auftragsvergabe aus 2014 den Mitgliedstaaten zu evaluieren. Das soll auch einen Mehrwert für die Europäische Kommission bringen. Die Kommission selbst evaluiert derzeit die Umsetzung der Richtlinien auch. Wir haben umfangreiche Vorbereitungsarbeiten bei dieser Stellungnahme gehabt. Ich darf einmal erwähnen, Durchführung zweier EU-weiter Umfragen, eine gemeinsame Umfrage vom ADR und vom Rat der Gemeinden und Regionen Europas und eine Umfrage über die sogenannten Regional Hubs. Ich darf verweisen, Sie finden draußen vorm Eingang diese Broschüre, ist bestimmt ganz interessant und lesenswert. Die Regional Hubs sind meiner Meinung nach ein sehr, sehr gutes Instrument auch der Rückkopplung der Ergebnisse vor Ort letztlich für die Kommission. Außerdem gab es einen großen Workshop mit geschätzt mal 100 Stakeholders zu diesem Thema. Die wichtigen Eckpunkte: die Umsetzung ist teilweise erst in 2016 oder 2018 von den Mitgliedstaaten erfolgt. Wir haben also nicht genügend Erfahrungswerte, deshalb sollte eine neue legislative Reform nicht erfolgen. Zweiter Punkt, strategische Vergabeziele. Die haben wir jetzt schon, die sollten wir auch in Zukunft. Also die Green Deals, soziale Kriterien, innovative Kriterien natürlich auch beibehalten. Daraus ergibt sich schon viel Entwicklungspotenzial auch für uns. Aber gleichzeitig plädiere ich dafür, dass die regelmäßige Verpflichtung zur Berücksichtigung grüner, sozialer und innovativer Vergabeziele zurückgewiesen wird. Wir wollen keinen Zwang haben, das würde sicherlich das öffentliche Auftragswesen ganz erheblich erschweren. Die Entscheidung darüber, ob sie angewendet werden oder nicht, sollte der kommunalen Selbstverwaltung auch überlassen bleiben. Die Stellungnahme betont die Möglichkeit, örtliche Strukturen und lokales Wirtschaftswachstum im Sinn der Nachhaltigkeit und einer guten Umweltbilanz zu fördern und ruft die Kommission zur Entwicklung EU-weit einheitlicher und verlässlicher Zertifikate und Labels, insbesondere im Bereich der Umweltverträglichkeit, auf. Wir brauchen letztlich eine Standardisierung und Harmonisierung in diesem Bereich, um keine Wettbewerbsverzerrungen beispielsweise auch beim grenzüberschreitenden Vergabewesen in Kauf zu nehmen. Leider ist der Anteil der grenzüberschreitenden Vergaben eher rückläufig. Wir hatten im Jahr 2013 5,95% und in 2017 nur noch 3,4%. Das Ziel der Kommission, die Zahl der grenzüberschreitenden Vergabeverfahren zu erhöhen, bleibt richtig. Bei der Professionalisierung, also letztlich derjenigen in den Verwaltungen, die die Vergaben vorbereiten, plädiere ich dafür, dass die Ausbildung letztlich auch den kommunalen Gebietskörperschaften überlassen bleibt. Vielleicht ein Gedanke noch für die grenzüberschreitenden Vergaben. Wünschenswert wäre natürlich auch eine Harmonisierung in den unterschiedlichen Mitgliedstaaten. Ich nenne mal nur als Beispiel den Arbeitsschutz oder ähnliche Rechtsvorschriften. Schließlich und am Schluss erinnert die Stellungnahme daran, dass die öffentliche Auftragsvergabe stets nur eine von vielen Möglichkeiten zur Erbringung öffentlicher Dienstleistungen ist. Ich darf erwähnen, die Kommunalisierung oder Rekommunalisierung vieler Tätigkeiten, Inhouse-Geschäfte oder auch interkommunale Zusammenarbeit, auch das sind natürlich
weitere Optionen. Es gab 10 Änderungsanträge, 5 davon kommen von mir selbst. Einem habe ich zugestimmt und bei 4 empfehle ich die Ablehnung, weil die letztlich zu einer Überfrachtung des bisherigen Vergabewesens noch führen würden und das sollten wir uns nicht antun. Vielen Dank.